Hallo Gamers! Liebe YouTuber! Schnitt! Hallo und herzlich willkommen bei unserem intimen Gespräch. Wir haben uns heute hier versammelt, weil wir uns gelangweilt haben. Wir mal wieder was produzieren müssen. Es war in letzter Zeit so ruhig, zu viel Pizza gegessen. Jedenfalls sind wir noch mitten in der Produktion von der aufregenden Serie Kevin und der Slavko. Und wir hatten uns gedacht, wir reden mal darüber, wie es ist, so eine Serie, so einen Multinational-Hit zu zweit zu drehen. Was ist der Gedanke hinter Kevin und der Slavko? Wir wollten auch etwas machen, was weniger Zeit in Anspruch nimmt von der Produktion her. Was sich dann als falsch erwiesen hat, ne? Genau, und darüber reden wir. Ja, gesagt, eine Folge sollte nur so 3 Minuten lang sein, ja? Weil, wenn man 1:50 von 3 Minuten anguckt, ist es ja schon die Hälfte. Genau, also der Zuschauer hat dann fast schon alles gesehen, was es zu sehen gibt. Genau, ja. Okay, nochmal. Wie? Also die Ratio ist besser als 1:50 zu 10 Minuten. Ja. Also wir haben gesagt, 3 Minuten, das ist wahrscheinlich so die durchschnittliche Zeit, die ein YouTuber überhaupt Aufmerksamkeit hat für ein Thema, das ihn eigentlich überhaupt nicht interessiert. Also haben wir die Serie so konzipiert, dass wir einfach nur alles zu zweit drehen. Oder dadurch, dass wir ja eine komplexe Mythologie haben, die wir ja einbauen müssen in die Folgen, wurde die Geschichte ja komplexer. Und vor allem die letzte Folge war dann eine Herausforderung. Die 5. Folge. Ja, weil da musste so viel Information rein. Wir haben ja nicht nur hier in der Wohnung gedreht, sondern auch draußen. Dann hat es sich gezeigt, wenn wir in diese Richtung gehen, dann wird es immer komplizierter. Wir haben nur eine Kamera, wir haben nur ein Mikrofon. Wir sind aber 2 Leute und die einzigen 2 Leute, die auch noch vor der Kamera sein müssen. Das kann man in den ersten Folgen sehen, hatten wir kein Licht. Also wir haben ja nur mit natürlichem Licht gedreht. Und dann irgendwann, und es war Winter, und irgendwann wird es dunkel und bewölkt. Und auf einmal wird alles dunkel, dann kannst du die Aufnahme nochmal neu machen. Sorry, aber das ganze Licht ist auf einmal weg. Ja, siehst du. Wo ist denn das Licht weg? Ja, mit den Wolken. Was? Dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir brauchen auch noch Licht. Und das muss natürlich alles vorher gemacht werden. Also zu zweit das alles vorzubereiten. Dann am besten noch irgendwie das Mikrofon angeln, damit man noch einen besseren Ton hat oder so. Wie viel Zeit haben wir eigentlich so gebraucht, um eine 3-minütige Folge zu produzieren? 18 Stunden. Das ist immer sehr gut. Man kalkuliert so schnell. Aber wir waren ja nicht 18 Stunden. Naja, das reine Drehen, das sieht sich hier, das sind ja schon mehrere Stunden. Dann das Schneiden. Das Schneiden ist nochmal mindestens genauso lang. Gut, ich musste dann am Ende noch die Untertitel machen. Und solche Kleinigkeiten, dann gibt es halt auch Probleme und dann muss man irgendwas wiederholen oder so. Naja, wir haben versucht, inhaltlich natürlich aufzufallen. Alle Zuschauer, die mich gesehen haben, meinten, ich trage eine Nazi-Verkleidung, was mich zum Schmunzeln gebracht hat, weil ich habe es ganz legal ersteigert. Und da steht Bundeswehrsoldat. Und dann sage ich, hey, Nazi. Ja, stimmt. Was sagt das aus über die BRD? In der letzten Folge, das war die letzte, hatten wir ja fast Full Frontal Nudity. Ja. Man möchte witzig sein, aber alleine durch den Witz, durch den Sprachwitz oder so etwas, durch den Inhalt, nicht nur überzeugen, sondern auch irgendwie durch ein paar Ideen, die wirklich auffallen, wo der Zuschauer sagt, boah, dass der sich das traut oder dass er irgendwie ein bisschen schockiert ist und das weiterleitet auf Facebook oder so etwas, ja? Wir hatten einige Hommagen in den letzten 2 Folgen. Genau. Ein bisschen Austin Powers natürlich. Ja. Das war ja eindeutig und davor ja auch Bud Spencer und Terence Hill. Ja. Charlie! Aber ein Klitzepistazie. Da wollten wir auch so ein bisschen Leute ansprechen. In schon bestehende Communities einsteigen. Das mit Full Frontal Nudity hat irgendwie weniger geklappt. Da war keiner mehr überrascht, der mich kennt. Wahrscheinlich mag keiner aus dem Powers. Ja, aber das war ja natürlich auch eine Herausforderung zu drehen, ne? Das war echt eine Herausforderung. Also ich meine, wenn man sich das aus dem Powers-Footage ansieht, sieht man ganz genau, das ist ja lustig, weil das eigentlich schlecht gemacht ist in dieser Hinsicht, dass die Schauspieler genau auf den Screen gucken und genau ihre Bewegung sehen, um zu sehen, wo das Objekt vor ihren Genitalien ist. Das heißt, wir haben das eigentlich blind gedreht. Wenn man sich das ausdenkt beim Schreiben,
Ja. Ich so, hey, das ist doch witzig. Ja, das ist toll. Das kann man, das schreibt man unter einer Minute. Ich brauche weniger als eine Minute zu sagen, was ich will. Aber dann, wenn es losgeht, dann sieht man, eigentlich wollten wir nicht so viel Zeit hier investieren. Wir müssen die Folge irgendwie beenden, um sie nächste Woche schon online zu stellen. Wir müssen ja dem Zuschauer immer was Neues bieten. Das heißt, wir müssen uns auch steigern. Wir müssen uns und die Zuschauer überraschen. Ja, wir haben sicherlich hier was versucht, was man nicht so häufig sieht. Wahrscheinlich, ja. Deswegen war auch die Reaktion des Zuschauers eher Unverständnis, Ablehnung. Wir haben ja auch ein paar positives Feedback bekommen und es haben sich auch einige Leute amüsiert von den 30 Abonnenten, die wir haben. Die Szene da, ja, genau, mit der Küche und diesem Bar. Genau. Nee, die Wodka-Szene. Ja, ich meine, da haben sich Leute tot gelacht. Ich hab gute Freunde nicht verloren. Ja? Ja, also seit wir diese Folge gemacht haben, war ich auf 3 Beerdigungen. Das ist fast schon abgedroschen, was wir da gemacht haben. Ich meine, ja gut, das ist nicht abgedroschen, was wir machen. Das ist auch, das haben wir auch in 30 Sekunden geschrieben. Ja, dann geht er da rein, dann fällt irgendwas da runter und so weiter und so fort. Ach, das dazwischen, das machen wir beim Dreh. Ja, wir haben es noch nicht mal zu Ende geschrieben. Ja. Wir haben uns gar nicht überlegt, was da passieren soll. Es heißt nur, es fällt runter und dann irgendwie und sowas. Ja. Und da muss man sich Gedanken machen, okay, das kann dahin fliegen, weil man hat ja auch nicht immer perfekt die Location im Kopf, ja. Wo welches Fenster ist, wo die Couch steht und so weiter und so fort, was da eigentlich gerade ist. Und wir gehen nur rum, suchen Spielzeug von deinem Sohn heraus, um das irgendwie alles zusammenzufügen. Also wir wollen ehrlich sein, wir befinden uns in Verhandlungen mit unserem Sender, um die Serie weiterzumachen, aber... Die Quote, ich weiß ja nicht. Ja. Auch die Zuschauer, die es gemocht haben, ne, haben diese übergeordnete Geschichte und Mythologie ja noch nicht so wirklich verstanden. Glaubst du, wir haben da einen Fehler gemacht? Davon war nicht die Rede. Wir waren ja nicht übermäßig erfolgreich mit der Serie. Natürlich kann es 1000 Gründe dafür geben. Eben. Aber lass uns mal drüber reden, ist das einer der Gründe? Haben wir da YouTube überfordert? Ja gut, also das Interessante ist ja, seitdem wir YouTube angefangen haben, reden wir ja mit Leuten und fragen nach dem Feedback. Und auch wenn man nicht nach dem Feedback fragt, kommen die Leute zu mir und sagen, hey, ich habe das auf YouTube gesehen, da habe ich mich total schlapp gemacht, mach doch mal so etwas. Ja? Und davon gibt es 1000 Variationen. Jedes Mal kommt irgendjemand zu mir und sagt, mach doch so etwas. Das fand ich total witzig, damit wirst du Erfolg haben. So, aber... Ich möchte keine Copycat sein, die nur wegen des Erfolgs das tut, sondern ich mache etwas ja aus meiner Überzeugung heraus und weil ich mir denke, wenn es etwas geben würde, würde ich es mir auch ansehen. Deswegen ist etwas entstanden, so wie es entstanden ist. Wenn es jetzt keinen Erfolg hat, dann, naja, gut, haben wir halt Pech gehabt. Wenn wir jetzt einen Kurzfilm drehen oder einen Film drehen oder so etwas, würden wir das natürlich nicht machen, dann haben wir einen anderen Anspruch. Aber das, was es ist, nämlich... eine kurze YouTube-Serie, die erheitern soll, die man sich auch schnell ansehen kann und bei der wir wenig Arbeit haben, dafür ist es das, da kann ich dahinter stehen. Ja, wir haben eine wichtige Sache noch nicht geklärt. Wie findest du das Ende von Lost? Hab ich nicht verstanden. Nee, das Ende von Lost ist super. Er hat mir alles erklärt. Und zweimal. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter. Wir führen die Leute jetzt mal in die Geschichte ein, sodass sie es verstehen. Und dann starten wir eine Kickstarter-Kampagne und kriegen ein bisschen Geld, damit wir uns einen Assistenten leisten können. Und dann kommt die nächste Staffel. Ich habe aber auch einen anderen Weg, den Twin Peaks Weg. Unsere Serie wird abgesetzt mit einem furchtbaren Ende, das nicht abgeschlossen ist. Und irgendwie 25 Jahre später machen wir es weiter. Das ist der Plan. Okay, machen wir es so. Manchmal ist eine Geschichte wie ein Wein, ne? Genau. Er wird sauer. Und zu Essig. Gut, wollen wir uns verabschieden oder was? Tschüss! Wir sehen uns bald. Schön, euch gesehen zu haben. Thank you.
nehme das Schicksal jetzt in meine eigenen Hände. Das funktioniert so überhaupt nicht.